mal da hinten. Da hinten oben hier auf der Distel. Die sitzt da schon ziemlich lange. Siehst du diese? Das ist auch eine Hummel. Eine Bunthummel. Oder auch Waldhummel. Wir sind jetzt hier in einem ehemaligen Steinbruch, der wieder aufgefüllt wurde. Und wir haben hier normalerweise Halbtrockenrasen. Das heißt, sehr magere Böden und dadurch eine sehr große Wildblumenvielfalt und eine sehr große Vielfalt an Insekten. Und die schauen wir uns jetzt an. Fünf Fleckwidderchen. Siehst du die da hinten noch? Also die Ackerhummel, die geht gerne auf diese Lippenblütler. Hier haben wir die Weichkäfer drauf. Ja, die Weichkäfer kommen dies Jahr sehr häufig vor. Die sind aber nur auf diesen Doldenblütlern unterwegs. Deswegen braucht man also diese Mischung Lippenblütler, Doldenblütler, Korbblütler, weil jedes Insekt hat irgendwelche anderen Ansprüche. Da macht es dann einfach die Mischung, wenn man Vielfalt haben will. Hier ist die gelbbindige Furchenbiene. Eine von über 80 Furchenbienenarten, die wir in Deutschland haben. Ganz hinten hat die eine Furche, ja, jetzt sieht man es. Da wie so eine Einkerbung ist das. Und zwar ist der Hinterleib behaart und hat wie ein Scheitel. Also hier haben wir so einen ganz kleinen Flechtenbär, so eine Zünslerart. Der hat auch eine ziemlich lange Nase vorne raus und der hier hat blaue Augen, habe ich gesehen. Die kleinen Insekten, die unspektakulären, sind natürlich für unsere Ökosysteme genauso wichtig wie die großen, die man kennt, die man auch sofort erkennt. Und leider nehmen natürlich auch die im Bestand ab. Da müssen wir also noch ganz viel tun, dass wir das uns erhalten, was wir haben. Und vor allen Dingen, dass wir auch noch erforschen, welche Aufgaben im Ökosystem die Insekten wirklich erfüllen im Einzelnen. Ich möchte alle einladen zum Insektensommer, dass man sich wirklich mal ein bisschen näher mit der großen Welt der Insekten beschäftigt und auch mal guckt, was man so findet in seinem Garten, in seinem Umfeld, auf Wiesen oder Waldrand, je nachdem, wo man gerade wohnt und ist und wo man Lust drauf hat. Der Insektensommer soll also auch Laien an die Welt der Insekten heranführen, zum einen, zum anderen auch zeigen, welche Vielfalt wir noch haben und welche Vielfalt wir auch schützen müssen. Was wir also wirklich an den Insekten haben und wie nützlich sie eigentlich für uns sind, ohne dass wir es merken. Denn die Bestäubungsleistung von den Insekten ist doch immens. Die Daten bringen insofern was, dass wirklich viele Leute drauf gucken. Und wir hoffen natürlich, wenn wir die Aktion immer wieder durchführen, da auch eine gewisse Tendenz dann zu sehen ist, ob es in den Gärten dann zunimmt oder abnimmt. Und vor allen Dingen, dass die Leute auch Freude dran finden, sich mit Insekten auseinanderzusetzen, die bei vielen immer noch so irgendwelche Ekelgefühle hervorrufen oder oder Stich. Die Ängste kann man sich damit am besten nehmen, indem man sich damit auseinandersetzt und wirklich mal zählt und guckt, was gibt es eigentlich alles. Schlafende Trauerrosenkäfer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Also man zählt, wie viele Individuen man auf einmal findet von einer Art. Wenn ich also eine Steinhummel habe, dann zähle ich, wie viele Steinhummeln sehe ich gleichzeitig und nicht, dass ich nacheinander die sehe und dann zusammenrechne. Das kann ja immer wieder die gleiche Hummel sein. Das waren jetzt vier gleichzeitig, also kann man schon mal vier aufschreiben. Vier Steinhummeln. Beim Insektenzählen geht man am besten so vor, dass man erstmal etwas über die Blüten drüber hinweg guckt und sieht, wo sich überhaupt was bewegt und danach dann in die einzelnen Blüten. Ich näher mich aber langsam und möglichst ohne jetzt an die Pflanzen zu stoßen, denn in dem Moment sind natürlich die Insekten dann weg. Also wir haben hier eine Schlafgemeinschaft von Streifenwanzen. Wobei zwei sich anscheinend auch noch paaren. Die Streifenwanzen haben wir bei uns auch auf der Zählkarte drauf für den zweiten Insektensommer. Die Streifenwanzen sind noch relativ häufig. Was man natürlich aus den Wohnungen so kennt, ist diese Stinkwanze vor allen Dingen. Das ist also alles die gleiche Familie. Es gibt sehr viele Schwebfliegen, die man eben am Flug dann schon erkennt. Es gibt viele Hummelarten vor allen Dingen, Hummeln, Wildbienenarten. Schmetterlinge sollte man natürlich auch sehen. Da haben wir auch viele verschiedene, aber dieses Jahr sieht es ein bisschen schlechter aus bei den Schmetterlingen. Wespen wird man natürlich auch sehen, aber auch da wird man dann feststellen, dass wir viele verschiedene Wespenarten haben, dass das nicht alles die Wespe ist, die jetzt bei uns auf den Kuchen geht. Ja, das ist eigentlich das Spannende daran.